Herzlich willkommen zu der fünften Aussage von Das beste WSD-Plugin. Die Serie, in der wir verschiedene Plugins von einer Plugin-Art hören und bewerten, ohne dass wir genau sehen, welches Plugin genau dahinter steckt. Danach entdecken wir, welche Plugins sich dahinter verbergen und erfahren so auf eine unvoreingenommene Art und Weise, welches das richtige und beste Plugin für uns ist. Wir hatten uns ja schon im Allgemeinen Kompressoren angeschaut, was ich dir jetzt an dieser Stelle hier verlinke. Heute soll es allerdings um Gratis-Plugins gehen, die analoge Wärme versprechen. Falls du Bock hast, dein Favorite Gratis-WST-Plugin-Kompressor in den nächsten Minuten herauszufinden, dann kannst du es mir jetzt zeigen mit einem Daumen nach oben oder mit einem Abonnement, damit dein Algorithmus auch weiß, welcher Content dich nach vorne bringt. Viel Spaß mit diesem Video wünscht dein Vocal Designer von nebenan. Ich habe in meiner Recherche die 7 meistgenannten WST-Plugin-Kompressoren von verschiedensten Websiten herausgepickt. Eine Gain Reduction von 15 Dezibel eingestellt, sie auf Vocals gepackt, circa die gleichen Parameter eingestellt, sie durchgemischt, verhüllt, damit der Plugin-Name, die Plugin-Firma und das Plugin-Interface nicht mehr erkennbar sind und auf uns keinen Einfluss haben. Achte am besten auf die klanglichen Veränderungen in den Lows, in den Mitten, in den Höhen, in den S- und Sch-Lauten, die Veränderung der Transienten der Vocals und alles andere Klangliche. Notiere dir am besten Punktzahlen, notiere dir Noten oder merk dir einfach ab, welcher für dich am besten klang. The time is now. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Was sie noch peilen muss, wir sind Teil des Seils, doch niemals zeitlos. Mach dir keinen Zeitdruck, doch die Uhr zurückstellen geht halt nur am iPhone. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Was sie noch peilen muss, wir sind Teil des Seils, doch niemals zeitlos. Mach dir keinen Zeitdruck, doch die Uhr zurückstellen geht halt nur am iPhone. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Girl, meine Sphäre kann nirgendwo sein, nur du bist meine Erde. Muss ich was ändern, denn ohne dich spür ich nur diese Leere. Was sie noch peilen muss, wir sind Teil des Seils, doch niemals zeitlos. Mach dir keinen Zeitdruck, doch die Uhr zurückstellen geht halt nur am iPhone. Falls dir übrigens die Musik von eben gefällt, versichere dich, dass du auch auf meinem Musikkanal vorbeischaust und abonnierst, den ich dir jetzt oben verlinke. Sei aber gewarnt, viele der Songs darauf beinhalten nur einen Rough Mix. Heißt, ich habe innerhalb von einer Stunde experimentelle Effekte herumprobiert und probiere da sehr, sehr viel aus. Wenn du wirklich clean Radio-Ready Songs hören willst von mir, dann gib einfach auf Spotify oder Apple Music Astrovich ein. Die Auflösung. Plugin 1 war Yalla von Analog Obsession, was ein Very Mute-Type-Kompressor ist. Also ein Röhrenkompressor. Der mit Röhren arbeitet also. Und davon eine digitale Imitation. Plugin 2 war DC1A3 von Klanghelm im Opto-Style. Plugin 3 war TDR Molotov von Tokyo Dawn Records. Plugin 4 war der Rough Rider von Audio Damage, der Name ist Programm. Plugin 5 war wieder von Analog Obsession, Lala. Vorhin war es Yalla, jetzt Lala, also ein LA2A-Style-Kompressor, auch im Opto-Style. Vorhin war es Very Mute-Kompressor. Plugin 6 war Modern 7th Sign, eine Imitation von einem 1176 geben sie an. Er soll so klingen wie von Universal Audio der UA-1176. Sie begeben sich hiermit auf ziemlich dünnem Eis. Und Plugin 7 war der M-Chuck Junior, wieder von Klanghelm wie vorhin. Und diesmal ist es ein Very Mute-Kompressor in digitaler Form. Kommen wir zu meinen Favoriten. Platz 3 teilen sich zwei Plugins. Zum einen der Modern 7th Sign tatsächlich. Auch wenn er ehrlich gesagt nicht so klingt wie ein 1176, geschweige denn von der Emulation von dem Universal Audio. Klanglich hat er mich anscheinend ja trotzdem überzeugt im Blindtest. Außerdem auf Platz 3 landet der M-Chuck Junior von Klanghelm. Das überrascht mich wenig. Ist ein Very Mute-Kompressor, wie vorhin schon gesagt, und den nutze ich tatsächlich auch ab und zu.
Platz 2 ist der TDR Molotok von Tokyo Dawn Records. Ich habe all ihre Free-Plugins runtergeladen und wer in unserer Community oft unterwegs ist, weiß auch, dass ich diese Plugins von Tokyo Dawn Records sehr, sehr anpreise und jedem empfehle, die runterzuladen, weil sie gratis sind und sehr, sehr gut eigentlich sind in allen Varianten. Ihr kennt sicher den TDR Kotelnikov von mir, den ich oft auf Masterbussen verwende. So, Trommelwirbel, Platz 1 ist ein Plugin, das ich höchstens einige Male vor Jahren genutzt habe. Jetzt allerdings sicherlich häufiger auch auf meine Vocals packen werde. Es ist der DC-1A3 von Klanghelm, genauso wie der M-Chip Junior hat es ja schon auf Platz 3 geschafft von Klanghelm. Sie sind also nicht nur auf Platz 3, sondern auch auf Platz 1 mit dem DC-1A3, was mich sehr, sehr überrascht hat. Er ist ja im Opto-Style und hat dieses Battle für mich gewonnen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches Plugin für dich das Battle gewonnen hat. Würde mich sehr, sehr interessieren. Lasst uns darüber diskutieren. Fazit, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gerade weil in der digitalen Welt für eine goldene Farbe auch leider lediglich 3 RGB-Werte nötig sind. Und dies gilt auch für die Plugin-Welt. Wir hatten ja hier, wie vorhin schon gesagt, die 7 am häufigsten vorkommenden Gratis-Kompressoren in Blogartikeln und YouTube-Videos. Und ganz ehrlich, der ein oder andere hat mich klanglich jetzt, sagen wir mal, nicht so ganz vom Hocker gehauen. Da ist es dann doch ratsam, zu einem derartigen Blindtest zu raten. Denn sind wir mal ehrlich, am Ende kommt es darauf an, wie sich dein Song anhört und nicht mit welchen Plugins du sie abgemischt hast. Falls dir das Video weitergeholfen hat, lass mich gerne auch wissen in den Kommentaren, welche Plugin-Art wir als nächstes im Blindtest packen sollen, damit wir wirklich eine komplette Plugin-Chain haben mit Plugins, die uns wirklich klanglich vom Hocker hauen. Weil genau dann entsprechen die Songs nämlich auch deinem bestimmten Klangbild, das du im Kopf hast von deinen Vocals, das du anziehst, anstrebst. In diesem Sinne, see you later, Alligator. Dein Vocal Designer von nebenan, euer Astrovich ist raus.